Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wird tatsächlich besonders, weil ich eine ganz liebe Freundin verabschieden muss. Die ziehen für eine Zeit lang zurück nach Deutschland und ich bin jetzt gerade kurz unterwegs noch und kaufe ihr ein kleines Geschenk, aber das wird ein besonderes Geschenk und natürlich weiß ihr nichts davon. Eine Überraschung. Ich zeige euch, wo ich bin. So, ja, was ich genau für ein Geschenk habe und was es auf sich hat mit Golda, das werdet ihr gleich erfahren. Erstmal fahre ich Richtung Tel Aviv. Ja, ihr Lieben, leider eine unerwartete Wendung. Ich hatte hier mitten auf dem Highway einen Autounfall. Es sind zwei Autos vor mir ineinander gefahren und obwohl ich auf Vollbremse gedrückt habe, aber und der hinter mir ist dann in mich reingefahren, also vier Autos ineinander rein und ich weiß nicht, wahrscheinlich kann ich weiterfahren. Es ist Gott sei Dank, alle sind gesund und okay. Wir müssen aber noch auf die Polizei warten, dass die eben das alles abfotografieren und sagen, was wir machen müssen. Und blöde Situation. Aber Gott sei Dank geht es allen gut. Und jetzt ist die Polizei, glaube ich, da. Mal gucken, was sie sagen. Kein schöner Tag. Der Unfall ist ehrlich gesagt ist ein kleiner Schock, aber ich konnte zumindest weiterfahren. Jetzt muss ich das mit der Versicherung und Reparatur klären. Gott sei Dank ist wie gesagt keiner verletzt. Was aber viel, viel schlimmer ist, dass ich wieder verstärkt seitdem Amnesty UK Bericht über Israel bekomme ich vermehrt Hassnachrichten, auch Todesdrohungen. Und das auf der einen Seite zeigt es mir, wie wichtig auch meine Arbeit ist und auch die Arbeit von anderen, egal ob JüdInnen oder Nicht-JüdInnen, die sich für Israel einsetzen, die sich gegen Antisemitismus einsetzen. Und ich blende euch mal eine Nachricht ein, die ich so bekommen habe, und das sieht man wirklich sehr, sehr deutlich, dass es eben diesen IslamistInnen und AntisemitInnen nicht um Kritik geht, auch nicht an der Politik, sondern endet im Endeffekt in Hass und Todesdrohungen. Also, wie ihr wahrscheinlich ja schon wisst oder auch nicht oder euch denken könnt, ist für eine Zeit lang gibt es Moin und Shalom in zwei separaten Ländern. Was ja Sinn macht, weil es heißt ja auch Moin und Shalom. Nein, das macht keinen Sinn. Das macht nur Sinn, dass du hier bist. Nein, Sarah. Für mich geht es jetzt erstmal mit der Familie
für eine Weile nach Deutschland, nach Berlin zurück. Und ja, das macht uns beide auf jeden Fall traurig. Ich verdränge das im Moment noch so ein bisschen. Es kommt zwar langsam, kommen die Einschläge näher, weil es auch nur noch eine Woche ist. Und Jenny und ich sagen heute Tschüss. Ja. Aber ich bin ja nicht aus der Welt. Das Gute ist, israelischer Pass, ich kann immer ein- und ausreisen, wie ich will, egal was mit Corona ist. Ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich das nicht könnte. Also wenn ich wüsste, ich könnte nicht, wann immer ich will, nach Israel einreisen, würde ich nicht ausreisen. So wie die vergangenen 2,5 Jahre. Aber ich weiß ja, ich kann immer einreisen. Ich habe zu meinem Mann heute gesagt, ja, aber wir sind mindestens 4-mal im Jahr in Israel. Ne? Und dann habe ich auch immer so einen Monat. Ne? Und er so, nee, eher so 2-mal im Jahr. Und ich so, nein, nein, sag das nicht. So, und jetzt wollen wir mal auf Kamera auch festhalten. Wann seid ihr wieder da? Ah, ich gebe kein Datum bekannt. Aber ich habe gelesen, dass mein Mann nach 3 Jahren in Deutschland einen deutschen Pass haben kann. Ja, bitte. Nach einem Jahr bist du wieder da, meine Liebe. Also, das geht ja gar irgendwas nicht. Was zwischen 1 bis 3 Jahre dann. Aha. Okay, das wollen wir mal sehen. Jenny holt mich persönlich wieder ab. Sie schickt den Mossad. So, und ich habe, Sarah weiß es nämlich noch gar nicht, was ich für ein kleines Geschenk für sie habe. Und zwar, Sarah, ich habe live auf Kamera, einen Golder Gutschein für dich, aber eben mit der Bedingung, dass wenn ihr wieder da seid, wieder zurückzieht, dass wir dann zusammen bei Golda Air Eis essen können. Das ist so süß. Oh. Ja, das machen wir. Bei Golda Eis essen. Golda. Ja, das machen wir. Aber dann muss ich gut aufheben dann. Soll ich ihn vielleicht lieber hier lassen, wenn ich erschüttet geht? Nein, nein, ich nehme den mit. Ich hänge ihn mir an den Kühlschrank in Deutschland. Sie hat mir auch gesagt, es gibt kein Verfallsdatum. Ja, okay. Also. Und da machen wir dann auch wieder einen Vlog. Genau. Wiedersehen. Übrigens werde ich auch weiterhin hierher reisen, um mit Jenny dann Vlogs aufzunehmen. Und zu arbeiten, ja, ja, zusammen. Also wir sind nicht aus der Welt, wir machen auch unseren Podcast ja weiter. Gott sei Dank geht das alles. Ja, genau. Aber danke. Eisessen, wenn wir wieder da sind. Eisessen machen wir. Das ist ein sehr süßes Geschenk. Das ist wirklich süß. Vor allen Dingen, weil sie das mit Köpfchen und mit Herz. Es gibt nichts Besseres als persönliche Geschenke. Und wir lieben ja beide Golda. Du hast mich zu Golda eigentlich gebracht. Das stimmt. Ich habe das überall immer gesehen und dachte so, ja, okay. Der Hype. Da ist nichts dran. Ich bin jetzt nicht so ein Eistyp, also ich mag Eis, aber jetzt nicht so, oh, ich muss jeden Tag Eis haben. Okay, echt? Ich liebe Eis. Was außer wenn ich schwanger bin. Schokolade, Eis oder Chips? Kalt, süß oder salzig? Chips. Ah, salzig. Ich kann nicht essen, ohne hinterher einen süßen Nachtisch zu haben. Und Eis geht immer. Oh, darauf freue ich mich, ein deutsches Spaghetti-Eis. Ich finde auch, wenn wir zurückkommen, müssen wir hier eigentlich Spaghetti-Eis eröffnen. Gibt es hier nicht. Das ist ein total deutsches Ding. Das stimmt, das stimmt. So, jetzt kommt auch unser Essen. Jetzt kommt unser Essen. Also, next time see you, Golda. Wir sagen leider goodbye, aber wir zeigen euch gleich nochmal ein bisschen, ja, was wir hier machen. Unsere Verabschiedung. Natürlich wo? In Sarona. Ja, da, wo wir auch schon Vlogs gemacht haben. Genau.